Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir und ich möchte gerne mit einer neuen Videoreihe starten. Und zwar haben sich vielleicht oder hat sich der ein oder andere von euch gefragt, was ich denn überhaupt in Berlin mache. Ich hatte mich dazu ja irgendwie, glaube ich, außer bei Snapchat überhaupt nicht dazu geäußert. Und das klären wir heute. Und nochmal in Bezug auf die neue Serie, die wird Anker in Berlin heißen. Also ich werde euch zum Beispiel heute erklären, warum ich überhaupt in Berlin bin. Im nächsten Video aus dieser Reihe erzähle ich euch was über meinen Umzug, also was ich so mache, wie es bei mir so läuft mit dem Umzug beziehungsweise bei uns und ja, dass es eigentlich auch relativ schwierig ist. Und außerdem wird es eine Reihe an Weekly Vlogs geben. Ich werde euch hier und da zu meinen liebsten Spots mal mitnehmen, was man so als Neu-Berliner gesehen haben muss. Und da ich jetzt auch schon wieder beim Stichwort Neu-Berliner angekommen bin, möchte ich euch jetzt auch endlich mal erzählen, was ich so in Berlin mache. Und Neu-Berliner, hä, wieso? Warum? Bleibe ich jetzt länger hier oder nur für eine kurze Zeit? Was mache ich hier überhaupt? Und zwar werde ich jetzt hier in Berlin erstmal ein Praktikum machen, was aber nicht der Grund ist, weshalb ich überhaupt nach Berlin gekommen bin. Also beschlossen, nach Berlin zu gehen, habe ich bereits Anfang des Jahres im Januar schon. Ich werde auch nicht allein hier hinziehen, sondern zum einen natürlich mit Freund und mit zwei YouTube-Kolleginnen. Also es wird auf jeden Fall relativ lustig werden. Ja, und nachdem dieser Entschluss halt eben feststand, ja, habe ich mir jetzt hier erstmal ein Praktikum gesucht. Und zwar ein Praktikum, was ich jetzt noch für meinen Bachelor machen muss. Ja, ihr habt richtig gehört, ich mache noch immer den Bachelor. Viele von euch hatten mich immer wieder gefragt, was ich jetzt eigentlich mache, ob ich mit dem Studium fertig bin oder nicht, ob ich jetzt schon fest arbeite, und ich habe mich wirklich komplett gar nicht dazu geäußert, weil ich mir besonders im letzten Jahr sehr viel anhören musste beziehungsweise mich sehr viel rechtfertigen musste, und das besonders vor recht jungen Leuten unter euch, also die gerade ihr Abi beendet haben oder Erstsemester und so weiter, die sich natürlich gefragt haben, okay, sie macht den Bachelor. Bachelor geht doch 6 Semester und sie macht den Bachelor immer noch. Packt sie es nicht oder was macht sie da? Und die kriegt nicht mal den Bachelor auf die Reihe. Und das hat mich halt dazu bewegt, einfach komplett überhaupt gar nichts mehr zu meiner Ausbildung sozusagen zu sagen. Es ist halt einfach so klar, der Bachelor ist auf 6 Semester ausgelegt. Er ist darauf ausgelegt, ihn in den 6 Semestern auch gut zu schaffen. Nur war das für mich eigentlich von Anfang an, muss ich sagen, keine Option. Ich habe mich da auch, muss ich ganz ehrlich sagen, an keinem anderen orientiert. Ich dachte mir so für mich, okay, du machst den Bachelor in 6 Semestern, dann fertig und stehst dann da und hast überhaupt keinen Plan. Also ich habe wirklich auch so einen Studiengang studiert, beziehungsweise studiere ihn immer noch, beziehungsweise bin ich eigentlich fertig und mache jetzt halt nur noch das Praktikum. Deswegen bin ich jetzt auch hier nach Berlin gezogen. Also mal so viel dazu. Ja, jedenfalls, wenn ich den jetzt in 6 Semestern wirklich fertig gemacht hätte, ich hatte lange Zeit einfach keine Ahnung, was ich mit diesem Studium machen möchte. Das ist halt auch gerade so ein Studiengang, wo einem wirklich alles offen steht. Also ihr arbeitet halt nicht gezielt auf etwas hin, sondern euch steht wirklich jede Möglichkeit offen. Deswegen habe ich auch wirklich so ungern darüber gesprochen, weil mich wirklich immer 1000 Leute fragen, was ich mit meinem Studiengang machen kann, was ich damit machen möchte. Und ich wollte das einfach nicht beantworten, weil ich einfach der Meinung bin, wenn man sich für einen Studiengang wie Soziologie interessiert, dann soll man den einfach studieren. Auch wenn man noch nicht weiß, was man macht, denn früher oder später kommt euch die Idee, was daraus zu machen, beruflich später. Und ich habe mir da sehr viel Zeit gelassen. Ich habe mir nebenbei mit YouTubers aufgebaut, habe da sehr viel Zeit investiert, bin dann schließlich im letzten Jahr so auf die Idee gekommen, hey, du könntest doch eigentlich YouTube und Studium verbinden. Du könntest doch daraus irgendwie deinen beruflichen Weg einschlagen. Und das hat mich dann auch dazu gebracht, meine Bachelorarbeit im letzten Jahr nach diesem ganzen Social Media Thema auszurichten. Es ist nicht ganz so einfach mit Soziologie, weil viele Dozenten an den Unis halt eben einfach noch alte Schule sind und halt auch überhaupt nicht offen für die neuen Medien, für Social Media. Ich habe das aber trotzdem durchsetzen können. Ich habe jemanden gefunden, der mich da betreut, und habe da sehr viel Zeit reingehängt. Und
Das bringt mich jetzt wieder zu dem Praktikum hier. Also das ist ja ein Pflichtpraktikum, was ich machen muss. Und es ist auch so, mit meinem Soziologiestudium allein hätte ich vermutlich niemals die Möglichkeit bekommen, ein Praktikum in dieser Richtung, die mich wirklich interessiert, zu machen. Ich dachte einfach, hey, du musst irgendwas machen, was dich wirklich auch hobbymäßig interessiert, wo du wirklich drin aufgehst, was dir Spaß macht, wo du sowieso den ganzen Tag Zeit damit verbringst. Und deswegen bin ich das Studium einfach etwas langsamer angegangen, um mir da einfach nebenbei was aufbauen zu können. So, und jetzt bin ich an diesem Standpunkt. Das ist auch nochmal so ein bisschen so ein Tipp für euch. Ich will jetzt nicht so ausschweifen oder komplett am Thema vorbeigehen, aber so ein kleiner Tipp für euch, gerade in Bezug auf das Studium, wenn ihr wirklich einfach keine Ahnung habt, was ihr später mal machen wollt, es ist einfach überhaupt nicht schlimm. Nur weil ihr Kommilitonen oder Freunde habt, die ein klares Ziel vor Augen haben, lasst euch davon nicht entmutigen. Hört auf euch selber, hört auf eure Interessen, macht erstmal das, was euch interessiert, und früher oder später im Verlauf des Studiums werdet ihr euren eigenen Plan haben. Also ich habe auch wirklich meinen eigenen Plan dann gehabt, relativ spät, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich früh fertig gewesen wäre mit meinem Studium, wenn ich es einfach schnell durchgezogen hätte wie sehr viele andere, dann wäre ich da gestanden. Ich hätte vermutlich irgendwas schnell angefangen, weil alle irgendwas schnell anfangen. Also beruflich wäre ich in eine Richtung gegangen, ohne zu wissen, was ich überhaupt oder ob mir das überhaupt gefällt, und wäre wahrscheinlich richtig unglücklich gewesen. Deswegen, es ist einfach in meinen Augen scheißegal, wenn ihr den Bachelor nicht in der Regelstudienzeit fertig machen wollt. Wenn ihr das einfach könnt, wenn es finanziell für euch geht, dann macht es einfach nach eurem Tempo. Sucht für euch einen Plan und hört einfach komplett überhaupt nicht auf andere Leute. Orientiert euch nicht an anderen. Das war nämlich auch immer so eine Sache, weswegen mich eben viele Mädels von euch, also von meinen Zuschauern, gefragt haben, wie das jetzt ist mit dem Studium, ob ich nicht dazu was erzählen könnte. Und ich habe einfach nie so richtig was drüber erzählt, weil ich einfach finde, dass jeder seine eigenen Erfahrungen diesbezüglich machen muss. Also ich möchte euch da nicht irgendwas vorkauen und ihr macht das danach oder so, sondern jeder muss einfach seine eigenen Erfahrungen sammeln. Das habe ich auch gemacht. Ich habe wirklich komplett auf keinen Menschen gehört. Ich habe nicht geguckt, oh, was machen die, und oh, die sind schneller als ich. Die wissen genau, was sie wollen. Das muss ich jetzt auch machen. Nee, das ist für mich auch das Tolle daran, die Möglichkeit am Studieren, dass man sich einfach klar werden kann über einen längeren Zeitraum, falls man die Möglichkeit hat ja nicht jeder, aber falls man die Möglichkeit hat, dass man sich über Jahre hinweg einfach überlegen kann, hey, wo will ich hin, was will ich daraus machen? Werde ich mit dem, was ich jetzt mache, glücklich werden? Und lauter solche Sachen. Jetzt habe ich noch gar nicht gesagt, was das eigentlich für ein Praktikum ist. Also das Praktikum wird auf jeden Fall im Bereich Social Media Marketing sein. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich die Möglichkeit bekommen habe als Soziologiestudent, weil auch sehr viele Unternehmen wirklich gar nichts mit dem Begriff so wirklich anfangen können. Also dass ich jetzt einfach wirklich diese Möglichkeit habe. Und ja, ich freue mich sehr auf diese Zeit hier. Was nach dem Praktikum ist, weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall vor, fest hierher nach Berlin zu ziehen. Und jetzt nicht nur für ein halbes Jahr oder für ein Semester oder so, sondern ja, Berlin ist jetzt mein persönlicher Neuanfang. Ich hoffe ganz arg, dass euch diese Videoreihe gefallen wird und dass ihr mich weiterhin auf dieser neuen spannenden Reise begleiten mögt. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen und ja, ich bin gespannt, was noch so kommt. Ich weiß es ja wirklich leider selber nicht. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.